So, jetzt geht es gleich weiter in der Kategorie Bauen. Und ich darf Frau Dr. Katrin Fischer begrüßen. Sie ist Leiterin Erdpool bei der Deutschen Bahn Bahngruppe Bau oder Bahnbaugruppe, Entschuldigung, und wird uns das Projekt Digitaler Marktplatz Erdpool vorstellen. Bitte schön. Vielen Dank. Willkommen zur Vorstellung unserer digitalen Plattform Erdpool. Mein Name ist Katrin Fischer. Wir haben festgestellt, dass in Großprojekten der Deutschen Bahn Erdaushubmaterial, ich muss mal die Folien klicken, nicht weiter, das Erdaushubmaterial kostenpflichtig entsorgt wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass die Deutsche Bahn eines der größten Infrastrukturunternehmen ist, aber dass es ist ein großes Transportunternehmen. Wir haben festgestellt, dass Erdaushubmaterial in den Projekten entsorgt wird. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Bahn nicht nur ein großes Transportunternehmen ist, sondern auch die größte Bauherrin Deutschlands. In Großprojekten der Deutschen Bahn werden täglich mehr als 10.000 Tonnen Erdaushubmaterial bewegt. Das entspricht ca. 500 Lkw-Ladungen am Tag. Aktuell bezahlt die Bahn für die Entsorgung dieses Erdaushubmaterials. Es gelingt oftmals nicht, diese mineralischen Rohstoffe wie Sand, Kies oder Ton zu verwerten. Bislang werden nur ca. 2% aller Bauabfälle in den Kreislauf wieder eingeführt. Für die meisten von uns ist es einfacher, das Baumaterial neu zu verwenden. Die Wiederverwendung von Aushub ist schwierig. Es herrscht keine Transparenz darüber, wo und wann geeignetes Material anfällt und ob dieses Material dann als allen rechtlichen Anforderungen genügt, um es als Rohstoff in der Bau- oder Ziegelindustrie einsetzen zu können. Erdpool bietet einen digitalen Marktplatz, der diese Markttransparenz herstellt. Darüber hinaus werden wir die Großprojekte bei der Umsetzung ihres Verwertungsmanagements beraten. Weitere digitale Lösungen werden auf der Plattform ermöglicht, wie zum Beispiel ein Flächenbuchungstool. Unser digitaler Marktplatz ermöglicht es, Verwertungsprozesse zu automatisieren. Der Marktplatz ist für DB-externe Anbieter zugänglich. Die Nachfrager profitieren bei Erdpool dadurch, dass sie ihr gekauftes Recyclingmaterial für ihre nachhaltigen Produkte und Projekte einsetzen können. Der Verkauf des Materials erfolgt über eine digitale Plattform und einen Auktionsmechanismus. Erdpool unterstützt durch das Matching die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. BIM-Lösungen können an die Plattform angebunden werden und Informationen beispielsweise zum Baugrund besser ausgewertet werden. Damit lassen sich Zeitpunkt und Quantität und Qualität des Materialanfalls besser prognostizieren. Mit Erdpool werden Kosten gespart, natürliche Ressourcen geschont und die Akzeptanz großer Infrastrukturprojekte bei der Bevölkerung verbessert. Und wenn Sie jetzt neugierig gekommen sind, besuchen Sie uns auf www.erdpool.de und nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Dr. Fischer. So, als nächstes darf ich begrüßen Herrn Volker Henrich, Product Lead Mobile Apps und Tom Bockel, Junior Product Lead IoT Cloud Plattform der Firma Nexplore Technology GmbH. Sie werden uns die Nexplore IoT Plattform vorstellen zur Prozessüberwachung und Optimierung. Muss ich erst suchen. Ja, guten Morgen und ein herzliches Willkommen aus Darmstadt. Wie viel Strom verbraucht Ihr Bauprojekt? Was haben Sie im Jahr, im Monat, am Tag oder in der letzten Stunde verbraucht? Und wie viel CO2 hat das Projekt dadurch emittiert? Wissen Sie das? Natürlich, ein Blick auf die monatliche Abrechnung bringt auch schon ein klein wenig Licht ins Dunkel. Aber
Wissen Sie auch, was jeder einzelne Baukran, die aufgebauten Logistikcontainer oder die Zutrittskontrollen verbrauchen? Können Sie den Verbrauch auf einzelne Bauabschnitte herunterbrechen? Auch hier gilt, tägliches Ablesen des Stromzählers kann Abhilfe schaffen. Aber wer hat dafür schon Zeit? Ach so, wir bei Nexplorn haben uns dem Thema angenommen und kombinieren verschiedenste Spitzentechnologien, um den Verbrauch von elektrischer Energie während des Bauprozesses nachhaltiger, effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Auf Basis unserer IoT-Plattform haben wir die Nexplore IoT Energy Metering Anwendung entwickelt. Dies ermöglicht die Messung des Energieverbrauchs an jedem einzelnen Verbrauchspunkt, zu jeder Zeit und in Echtzeit. Somit können wir hohe Verbrauchswerte identifizieren und potenzielle Anomalien frühzeitig erkennen. Wie hier auf dem rechten Bild zu sehen, die Lasten an den drei Phasen ist nicht, wie eigentlich üblich, gleichmäßig verteilt. In diesem Fall schicken wir direkt eine Push-Mitteilung an die verantwortlichen Mitarbeiter, um einen möglichen Stillstand der Baustelle zu verhindern. Auch erlaubt die Anwendung eine detaillierte Analyse und Visualisierung aller relevanten Informationen über jeden gewünschten Projektzeitraum. Eine genaue Kenntnis über Aktivitäten und Verschwendung ermöglicht uns somit eine Verringerung der Umweltauswirkungen für das gesamte Bauprojekt. Aber bringt es auch wirklich was? Auf jeden Fall. Im Jahr 2020 haben die Hochtiefbaustellen in Deutschland ca. 190 Gigawattstunden elektrische Energie verbraucht. Erste Testinstallationen unserer Anwendung zeigen ein Einsparpotenzial von bis zu 5%. Dies entspricht umgerechnet einer Entlastung für die Umwelt von ca. 3.800 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das ist erst der Anfang, denn als Baustein eines integrierten Systems bietet das Nexplore IoT Energy Metering eine Lösung, die Baubranche auf ihrem Weg hin zur Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion zu unterstützen. Wenn auch Sie an diese Lösung glauben, würden wir uns über Ihre Stimme für den Green BIM Award freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Als nächstes darf ich hier vor Ort wiederum Herrn Rainer Schrode begrüßen, Vorstandsvorsitzender der MTS Schrode AG und auch als Vertreter der MTS Akademie hier, und wird ein Projekt zum Thema BIM im kommunalen Tief- und Straßenbau vorstellen. Jawohl, fast richtig ausgesprochen. Ja, meine Damen und Herren, grüß Gott, schön, dass Sie dabei sind. Die Firma MTS befasst sich sehr erfolgreich mit dem Thema BIM im kommunalen Verkehrswege und Tiefbau. Ein paar Facts zu uns. Ich sehe auch hier geht die Technik nicht. Da geht die Bildschirm nicht weiter. Dann einfach klicken. So, jetzt geht's genau. Ja, die Firma MTS wurde im Jahr 2000 gegründet. Wir haben eine sehr hohe Entwicklungs- und Fortbildungstiefe, über 2000 Akademie-Teilnehmer und ja, ca. 180 Mitarbeiter. Ja, bevor man was ändert, ist immer ganz wichtig, mal kurz auch den Ist-Zustand mal anzuschauen. Und da ist einfach so, dass man einfach viel zu wenig Geld in die Planung investiert. Dann kommt es oftmals zu bösen Überraschungen, die Bauzeiten nicht eingehalten worden. Die Qualität leidet darunter und denke, einfach ein ungenügender Zustand oder auch eine Riesenchance, etwas zu verändern. Das haben wir zum Anlass, einfach mal so ein Big Picture aufzuzeichnen, wie ein BIM-Prozess erfolgreich umgesetzt werden kann. Eine klare Definition, was braucht der Auftraggeber, was für AEAs, wie lässt sich das Ganze hier dann mit einem BIM-Abbildungsplan umsetzen, welche Modelle brauchen wir für die Bauausführung und vor allem wir dokumentieren hier die Qualität der Geodaten, der Verdichtung und auch der homogenen Bereiche und übergeben dann hier dem Bauherr unterm Strich ein Bauwerk und ganz wichtige Informationen nachher für die Unterhaltung und deswegen auch die Unterstützung der MTS Akademie. Wir haben das Ganze komplett mal übersetzt in die Praxis mit 13 Stationen und anschließend sehen Sie hier auch so einen kleinen Ausschnitt von diesem. Im Boden behandeln, vor Ort und wieder einbauen.
Pandemie. Ja, in reinster Form des Wahnsinns ist jetzt alles im Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich was ändert mit Ihrer Stimme, nachhaltig und fit für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir starten jetzt wieder, wie gehabt, mit dem Online-Voting zu den drei Beiträgen aus der Kategorie Bauen. Und los, eine Minute Zeit wieder. So, die Stimmen treffen ein aus den rund 220 Teilnehmern, stimmberechtigten Teilnehmern. Wir haben noch 30 Sekunden. Wir haben die Möglichkeit, noch für 15 Sekunden eine Stimme abzugeben. Noch 5 Sekunden. Und damit ist die Umfrage beendet. Und wir haben hier einen Sieger in der Kategorie Bauen. So, das läuft ganz gut. Wir sind auch sehr gut in der Zeit. Das heißt, wir machen jetzt eine Pause. Und es geht um 11 Uhr, richtig, genau. Matthias? 11 Uhr geht es weiter. In der Kategorie Betreiben. Genau. Also für jeden eine Kaffeepause oder dergleichen. Genau. Bis bald.